Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, wir haben ja jetzt in der letzten Folge eine epische Quest gekriegt und ich werde versuchen, die jetzt mal in einer Folge abzuspielen. Und ich zermarter mir schon die ganze Zeit den Kopf, welche Stufe 3 Terminals gibt es eigentlich? Es gibt ja eigentlich noch nicht mal so viele Stufe 3 Terminals. Die meisten sind Stufe 1, Stufe 2 oder Stufe 0. Aber mir ist nochmal eins eingefallen. Und zwar Anfang des LP-Starts. Wo wir hier unten im Graham-Gebäude waren. Gab es ja hier, ich glaube es war im Obergeschoss. Was ich unbedingt haben wollte. Also ich habe mir die Hacker jetzt auch ausgerüstet. Muss das nur mal kurz finden. Ja, hier geht's raus. Nicht, lieber Ghoul? Jetzt die Powerfuser mal kurz rausgenommen. Ich muss es jetzt erstmal finden. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo das jetzt genau war. In den Gebäuden halte ich mich nicht so auf. Nee, das war es nicht. Denn es gab hier ein Abschnitt. Da sind Toiletten drin. Habt ihr schon alle Türen aufgemacht oder was habt ihr hier gemacht? So. Nee, aber es gab hier einen Abschnitt, wo es eine Minigun gab. Und ich wollte damals unbedingt eine Minigun haben. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo das war. Ich weiß, entweder war es in dem Gebäude oder in dem gegenüberliegenden Gebäude. Aber irgendwo wird es sein. Hier geht es noch hoch. Wir haben auch noch einen Wendigo. Kommen wir hier. Das ist Stufe 0. Das kann ich jetzt mal kurz knacken, aber da wird es nicht sein. Die Tür war nicht das Problem. Oh. Die Tür war nicht das Problem. Das Problem ist, da war nämlich ein Terminal und damals hatte ich die Hacker nicht. Und ich meine, das war sogar in Stufe 3. Ich kann mich jetzt auch irren. Aber ja. Muss man ja immer finden hier. Ist das nicht hier gewesen? Oder ist das im anderen Gebäude gewesen? Hier ist die Küche. Kleines Badezimmer. Nochmal hier gucken. Nee. Können wir noch eins tiefer gehen? Irgendwo war das. Ah, hier. Ich hab's gefunden. War doch das richtige Gebäude. So. Und genau, da steht nämlich eine Minigun. Ich mache mal hier kurz die Tür zu. Und diese Tür lässt sich halt nur öffnen durch das Terminal. Und ich habe es damals nicht hingekriegt. Jetzt, ja, wir müssen sowieso einmal knacken. Jetzt hole ich mir die Minigun. Jetzt habe ich auszusehen, Versuche resettet. Ich bin ja auch bescheuert, ne? Ja, erstmal durchraten können. Eieieiei. So, einmal kurz jetzt gucken hier. Gehen wir bestimmt nicht nochmal Versuche. Meist gesucht. Ja, das werden wir mal kurz ausfallen lassen. Ne, den hatte ich ja schon. Nicht hilfreich, Spiel. Nicht hilfreich. Ja gut, die hatte ich ja schon, die du mir da jetzt gerade alle rauslöscht. Ist eine Nase. Ach ne, es steht ja nur noch ein Wort da. So, Sicherheitstürsteuerung, Tür öffnen. Und dann konnte man hier hin. Ich brauchte einmal diese Werkbank. Und natürlich, ich wollte unbedingt, weil man die Minigun ja halt schon gesehen hat, diese Minigun haben. Ah, damals hatte ich halt noch keine Minigun und ich stehe halt auf Miniguns und dementsprechend, ja. An sowas erinnert man sich. Man hatte zwar noch keine Munition und alles, aber okay. So, die andere Sache ist, ich meine, im Poseidon war auch nochmal ein Stufe 3 Terminal.
Und zwar um den Reaktor reinzukommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt bei jedem so war, aber Poseidon bin ich mir ziemlich sicher, weil ich das auch sehr häufig mal übernommen habe. Wegen dem Event. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, ob die anderen beiden Kraftwerke auch eins haben. Aber dann hätten wir schon mal 2 von 6. Und dann würde ich quasi jedes Silo einmal kurz abdüppeln. Da sind auf jeden Fall Stufe 3 Dinger drin, ne? Aber gut, müssen wir erstmal reinkommen jetzt hier. So, gucken wir nochmal, ob der Kern da ist. Ne, ist nicht da. Türen sind auch weg. Genau, Aufzugsteuerung. Hier. Na, lasst mich mal kurz alle in Ruhe. Schon besser. So, einmal kurz nachpumpen und dann können wir hier nochmal kurz Overclocking machen. Und ich meine, hier war auch noch ein Reaktor. So, Reaktorüberbrückung überbügeln. So. Da können wir nämlich auch reingehen. Ist ja halt, um quasi einen Seiteneingang zu haben. Es gibt eigentlich genug Eingänge ins Poseidon. Und ich meine das Sicherheitsterminal mit der. Also, wir müssen jetzt zur Security. Transfer? Nee. Jetzt sind wir hier unten. Wir wollen das Ding jetzt auch nicht reparieren oder so. Oh, wie lange war ich hier schon nicht mehr drin, ey? So, ich muss Richtung Reaktor. So, hier hätten wir jetzt nochmal ein Terminal, aber ich glaube nicht, dass das Stufe 3 war. Nee, das war normales Turbin. Ding. Muss halt in die Security gehen. Bin wieder am Anfang. Ah, haha, einmal im Kreis gelaufen. Ja, man merkt, ich bin hier sehr häufig mittlerweile. So, Tower, Tower, Tower. Nein. Control Room. Ja, da müssen wir hin. Das heißt hier hoch. Da kommen wir der Sache nämlich schon näher. So, doch, doch, doch. So, einmal kurz alle ein bisschen hier wegmachen. Komm, ihr Geschütze da oben seid ein Witz. Die im Silo werden gleich hart. So, Security. Und ich meine, der. Jetzt hör doch mal auf, mich zu schieben, mein Gott. Was ist mit euch heute los hier? So, der war schon. Na, es war komplett alles abgeriegelt. Aufgeriegelt. So. Nee, Dekontamination war es auch nicht. Das haben wir ja schon draußen erledigt. Nee, das war Stufe 1. Okay. Gut, dann war es nur das draußen, das Ding. Lass mich mal kurz in Ruhe. Stell mich mal kurz hier beiseite. Na ja, gut, dann war es nur das draußen. Und dann gehen wir jetzt einmal kurz in irgendein Silo rein. Und ich meine, da gab es auch nochmal jeweils 3 oder 4 Terminals, die man hacken konnte. Also Geschützturm, Steuerung, die sind meistens Stufe 3. Die Überbrückung. Ich werde jetzt auch die Silos nur schnell ablaufen und gucken, dass ich da so schnell wie möglich durchkomme, um die Terminals zu hacken. Das müssen wir jetzt natürlich ein paar Mal hintereinander machen, weil ich möchte das jetzt halt in einer Folge reingequetscht kriegen. Und den Daily Ops wollte ich eigentlich auch noch. Also, ja. Viel zu tun, viel zu tun. So, einmal hier eine Granate schon mal hinschmeißen. Noch eine mal hier hinschmeißen. Und dann schnell durch hier. So, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich benutze ja eigentlich nur 2 Terminals, um das Silo fertig zu machen. Ungeplanter Zugang entdeckt. Aktiviere Sicherheitssystem Alpha. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich muss mich aber hier vor den Lasern in Acht nehmen.
Ja, guck mal, das Foyer-Terminal, das war schon mal Stufe 3. Wunderbar. Das heißt, wir hätten das jetzt hier schon mal drinne. Machen wir mal die Geschütze aus. Die sind nämlich doof. So, fahre alle herunter. Das heißt, es sind jetzt nur noch die Gegner. Mit Geschütze machen wir nichts mehr. So, das war ein normales Terminal. Hier war jetzt eigentlich sonst nichts weiter, aber wir brauchen ja sowieso biometrische Daten. Schön heiß hier. So, soll ich dir auch mal Feuer in den Arsch machen? Na, ich wollte gerade fragen, warum drückst du hier kein Stimpack? Willst du nicht? So. Mal kurz scannen lassen. Sicherheitsvorfall im Wohnsektor. Gut, durchgescannt. Jetzt brauchen wir noch eine blaue ID-Karte, weil ich muss so oder so bis hinten durch. Oder fast bis hinten durch. So, gibt ihr mir eine blaue ID-Karte? Seid ihr so nett? Nein? Na. Na. Das wollte ich nicht haben. Ja, ja, immer diese geistigen Plagen, ne? Schlimm mit denen. So, dann machen wir hier einmal kurz Löschung. Herstellung. Zusätzliche Sicherheit erforderlich. Ja, dann schick sie doch her. Ach, jetzt bin ich falsch gelaufen. Meine Güte. Sie müssen wirklich verdammt dumm sein, wenn sie es nicht schaffen, sich von dir zu verstecken. Nee, warum sollte ich mich auch verstecken? Registrierung durchgeführt. So. Sicherheitsvorfall beigelegt. Kampfbereitschaft aufgehoben. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Willkommen, General. Scanne. Wir müssen ja nur einmal keine absuchen. Schlüsselkarte erkannt. Für den Start werden eine Atomraketenschlüsselkarte und ein Startcode benötigt. So, ich will erstmal gucken, wie viel wir jetzt brauchen hier. Also Foyer hatten wir jetzt eins. Und ich habe noch nicht mal eine Schlüsselkarte bei, ey. Schlimm. Halt, wir hatten wir noch beim Aggressotron hatten wir, glaube ich, noch ein Terminal, ne? Also so genau bin ich durch das Silo noch nicht so wirklich gelaufen. Waffen entsichert. Ja, ja, Waffen entsichert, dann entsicher mal. Nee, waren keine Terminals, das waren nur kaputte Dinger. So. Schnell durchlaufen. Die tun nämlich weh. Warnung. Warnung. Reaktorleck festgestellt. Du warst Stufe 3, Überwachungsterminal. Schotttüren wurden zur Eindämmung der Kontamination verriegelt. Ja, jetzt setze ich mal bitte richtig hin, damit ich auch was sehen kann. Kollege, jetzt mach doch mal bitte das Terminal so, dass ich da auch drauf zugreifen kann. Dankeschön. So, nein, nein, nein. Jetzt können wir nochmal gucken hier. Neue Versuche. Nächste Terminal. Macht er das eigentlich doch mal? Achso, es ist die Geschützturmsteuerung. Ja, okay. Dann nehmen wir die jetzt auch nochmal weg. So, deaktivieren. Jetzt haben wir da drinnen schon mal keine Geschütze mehr. Kann hilfreich sein. Jetzt brauche ich aber noch den Einbrecher, sonst komme ich da nicht rein. Habe ich den... Na, mein Leuchtsicht mal kurz raus. Da hätte ich mal früher drauf kommen können, ne? Weil ich will ja jetzt nicht hier jedes Terminal machen. So. Wo ist der zweite? Na komm, Fressgranaten. Seid froh. Dann knacken wir einmal das hier. Na komm schon. Jetzt. Den hier müssen wir sowieso knacken. Der ist auch Stufe 3.
Dann hätten wir hinten jetzt noch einen, wo ich hundertprozentig weiß. Warnung! Gefährlicher Flüchtling unterwegs. Na. Ihn festzunehmen. Gib mir doch nochmal Versuche. Sei doch mal so nett. Keine Versuche? Nur alle Bomben entschärfen? Kann's ja nur noch das sein. So, Sicherheitsüberbrückung und wir brauchen jetzt nur noch eins. Überbrücke Sicherheitsabriegelung. Hat gereicht. Öffne Schotttüren. Bitte halten Sie die Türen frei. Gut. Kommen wir gleich zum nächsten rüber. Zentralrechner Integrität bei. Wird es kaputt? Nicht autorisierte Personen in Betriebszentrale entdeckt. Aktiviere Zentralrechner Sicherheitsprotokoll Omega 12 an das gesamte Personal. Verteidigen Sie den Zentralrechner und sichern Sie den Bereich. Blender oder was war das jetzt? Zentralrechner Integrität bei. Das war ein Blender. 50%. Zentralrechner Integrität bei. 25%. Zentralrechner Integrität beeinträchtigt. Beende Sicherheitsprotokoll. Ja, aber ich suche noch ein Terminal. Hier ist noch eins. Melden Sie sich für umgehende Reparaturen in der Betriebszentrale. Ja, dann hat's ja geklappt. Zur Betriebszentrale. Und damit habe ich alle 6 vollständig. Jawohl. Also 4 aus dem Silo rausgezogen. Das heißt, wir hätten das jetzt noch mal ein paar Mal machen können. Aber gut, dass ich mich noch an die Minigun erinnert habe. Und an Poseidon. So, einmal kurz ein Stück beiseite gestellt und dann können wir auch einmal kurz aus dem Silo raus. Ich habe jetzt eh keine Atomraketen-Schlüsselkarte bei. Nicht so wild. Gut, dann laufen wir jetzt gleich noch einmal schnell in die Daily Ops. Denn, machen wir morgen nochmal mit mutierten Event und Co. weiter. Wollen wir mal gucken. Das heißt, soweit fehlt ja jetzt eigentlich nur noch die mutierten Events und, naja, Goldstern-Challenge, das kann ich ja sowieso nicht an einem Tag abspielen. So, jetzt nehme ich mir hier nochmal schnell alles mit. Also Holz, Honig, Hirsch. Mittlerweile richtig viel geworden. So, der gute Dosenkaffee, Brahmenmilch, Popcorn. Da haben wir hier nochmal überschüssigen Kleber. Wir haben ja jetzt auch neu dazu Säure. Mit 10 Säureinhalt. Alle 20 Minuten. Also, nicht schlecht. Jetzt gucken wir mal, was haben wir in der Daily Ops. Gruppenheilung im bestimmten Umkreis. Aliens. Mehr muss ich nicht wissen. Das heißt, zur Not einfach mit Nuka-Granaten alles wegsprengen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Aber ich würde gerne hier mit dem Flammenwerfer durch die Gegend laufen. Weil Brennzellen kann ich besser gebrauchen. Und wir haben auch einen schönen Flächenschaden. So. Hoppala. Falsche Richtung. Gut. Ja, wird eigentlich eine entspannte Daily Ops. Müssen wir größtenteils nur rumstehen. Lass sie doch auf mich schießen, so nach Motto. Signalkalibrierung eingeleitet. Macht euch auf feindselige Aliens gefasst. Ihre Spezies wird von den gesendeten Frequenzen gestört. Böse Aliens, ihr werdet auch noch gestört. Ein Fusionskern. Flups. Na kommt. Dann kommt raus aus der Eck. Piu, 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 piu. Ich will auch wieder piu, piu, piu machen. Jetzt habe ich schon wieder Lust drauf. Ihr habt es geschafft, Aliens.
Ihr habt es geschafft. Ich hab schon wieder Bock auf Piu Piu Piu. Immer diese bösen, bösen Aliens. So, wir nehmen uns jetzt hier nochmal ein bisschen Brennstoff auf gut Laune mit. Schaden tut das nicht. So. Komm, eine Granate. Zweite Granate, weil die jetzt zu weit nach vorne war. Dann passt das. Sagt sprengtechnisch kein Problem. Kriegen wir hin. Zwischendrin nochmal einen wegbrennen. Eigentlich haben wir jetzt den Flammenwerfer drin, weil... Falls wir mal was healen müssen. So. Seid doch nicht so frustriert. Na, na, na. So, da nochmal eine Granate hin. Gleich noch eine hinterher. Eine Kalibrierung noch. Ab zum Verbindungsgerät. Na denn. Und das Verbindungsgerät. Das zweite Verbindungsgerät wird kalibriert. Es erregt viel Aufmerksamkeit, also seid auf Gegner gefasst. Welche Gegner? Ich sehe keine. So. Dich nochmal kurz wegbrennen. Dich wegbrennen. Na komm. Ihr wollt euch nur heilen? Vergesst es. Dann heilt ihr euch so. So, ihr zwei wollt auch? Kein Problem. Bei euch habe ich auch noch ein bisschen Brennstoff übrig. Vergiss es. Kleine Robi-Drohne, du. Ich krieg schon wieder ganz viel schönes Verdünntes. So. Hört auf meine Granaten zu schießen, also. Die sind ja schlimmer als ich in meinem eigenen Watz. Da schieße ich auch immer auf Granaten. Gib mir ein bisschen Brennstoff for free. Ja, das Weglaufen hilft dir jetzt nicht. Genauso wie euch da unten nicht. Na gut, zwei brauche ich für euch. Der Dicke heilt euch wieder hoch. So. Für dich habe ich auch noch eine. Hat nicht ganz gereicht. Dann, gut, dann schmeißen wir heute nur zwei. Jetzt haben wir auch noch gegen die Schallmauer hier. Ich bin heute ein bisschen zu langsam. Ah, hier. So, jetzt hole ich mir erstmal meinen Brennstoff ab hier. For free. Oh, plus 5000 hatte ich mit. 500 schon plus gemacht. Ist schön. So, können wir uns mal kurz nochmal einen reindrücken hier. Nochmal ein bisschen Wasser trinken. Was ich gegen sie unternehmen will? Ich fackel sie ab. Das unternehme ich. So, heilige Flamme ist ein schönes Ding. So, und wen haben wir denn noch da? Einen haben wir da noch. Der nicht mitspielen wollt. So. Ich empfange starke Signale. Schaltet ihn aus und unseren
So, wo ist denn das Alien? Da ist es. Und weg. Ich werde mit den Daten dieser Geräte die Bekämpfung außerirdischer Bedrohungen unterstützen. Haltet euch stets bereit. Ja, tun wir. Aber jetzt müssen wir uns nochmal beeilen hier. So, was kriegen wir Schönes? Impro-Pistole. Nachtaktiv, ne? Cowboy-Hut. Yay! Cowboy-Hut. Yay! Ach, Mann. Ich will doch nur meine Floaterröhren für mein Camp haben. Gib mir die Floaterröhren. Ah, Mann. Ich muss nochmal bei Minerva reingucken, ob die nicht irgendwie Floaterröhren im Angebot hat, bald mal. Aber es wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Oh, die sind sogar flink. Geil. Ich konnte es jetzt erst nicht lesen. Aber die sind flink. Nice. Nehmen wir mit. Flinke. Ich liebe die Brandbestien immer. Die Brandbestien sind immer das Geilste da dran. Ey, die sehen so aus, als wenn sie mit allen möglichen gebufft worden sind. Dann kriege ich auch nochmal 2 neue Fusionskerne. Ich habe meinen fast leer gelaufen. Passt das so. Kommen wir auf plus minus null. So. Na, wappne dich. Kein Problem. Ihr seid ja noch nicht flink. So, dann jagen wir dich in die Luft. Dich in die Luft. Apropos in die Luft. Wir können ja hier mal zack, zack, zack. Dann machen wir einmal zack. Zack, zack, zack. Und dann nehmen Power of User wieder rein. So. Alter, sind die flink. Komm, ich bin aber genauso flink im Nachladen, Kollege. Und Dauerfeuer habe ich auch drauf. Da ist sie ja. Hallo. Alter. Das sieht aus, als wenn es so ein Lag hat. Ja, aber ich hol dich trotzdem runter. Das sieht hier immer so funky aus. So. Nächsten bitte. Das Ding ist noch nicht mal kaputt gegangen. Jetzt strengt euch mal an hier. Ich stehe hier in meiner PA und halt meine Popoklappe offen. So. Ja, wäre die zweite Welle ab. Na dann komm, zweite Welle. Kurz nachladen. Meinst du, ich komme da hinten nicht ran, weil du dich da hinten versteckst? Das kannst du knicken. Und auch dich da hinten erwische ich. Bin zwar nicht so präzise, aber viel hilft viel, ne? So, kommt her hier. Kriegt auch gleich nochmal was ab. Puff. Die sind mir in die Granate gelaufen. Okay, das ging jetzt ein bisschen zu einfach. Haben wir alle erwischt? Ne, einer, zwei sind auch.
Na, kommt. So, jetzt kommt schon die letzte Welle, um Gottes Willen. Zu früh geschmissen. Nicht alle ganz getroffen, oder? Oh. Der hält aber heute mal richtig gut aus, der Schallgenerator. Haben sie den gebufft oder was? Weil so gut verteidige ich jetzt hier nicht wirklich. Na gut, ist bei Flink auch ein bisschen schwierig. Aber jetzt haben sie es wenigstens einmal geschafft. Oh, wo ist Brandy? Wo ist die Brandbestie auf Speed? So. Mhm. Zehn Kilometer snipen, ja. Das sind mir die richtigen Verbrannten. Kommt ran hier. Dann werdet ihr geschmolzen. Oh, da ist noch einer durch hier. Hopst. Das ist die zweite Brandbestie. Habe ich mit meiner zweiten Brandbestie gemacht. Beschwerde! Ah, ich hab's nicht ganz geschafft. Kurz aufladen. Nee, ich komme da jetzt gerade nicht hoch. Zu wenig AP. Oder wenn ich von hier aus starte. Schon lange nicht mehr gemacht hier. Ach, die haben. Stimmt, die haben ja jetzt hier die unsichtbare Wand dahingesetzt. Warum auch immer. Ja, ich habe schon lange nicht mehr gemacht. Dann gehe ich halt außen rum. Was eigentlich Beschiss ist. Der Spieler darf da nicht rum. Also rüberfliegen. Aber die Brandbestie. Oh, hier ist auch keine. Gab keine zweite. Hm. Das ist ein dickes No-Go. Gut. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle natürlich einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge mit neuen täglichen schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.